Dann fangen wir nämlich an. Wir holen dann erstmal die ganzen Pflanzen raus und vielleicht einen Eimer abgießen. Nein, ich glaube, ich hole erstmal die ganzen Pflanzen raus. Schaut euch das mal an. Die sind ja das war mein Werkzeug. Die sind im kompletten Aquarium, komplett im ganzen Kies verwurzelt. Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte raus. Ja, das ist die Hälfte. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Er hat meine Green Chameleon, meine Echinodorus Green Chameleon, hat die komplett kaputt gemacht. Die war normalerweise hier hinten. Dort ist noch ein kleiner Düngestäbchen. Die war normalerweise komplett hier hinten. Da, wo noch der Stängel so ein bisschen rausguckt. Das ist der Wahnsinn. Die ist komplett den ganzen Kies durch komplett das ganze Aquarium gewuchert. Wie gesagt, die Hälfte habe ich raus. Hier haben wir schon so ein paar schöne Dinge noch aufgehoben. Aber ich glaube, die kriege ich nicht weg. Ja, ich melde mich dann auch noch. So, ja, ganz fertig bin ich leider noch nicht. Hier hinten ist er noch. Man sieht halt jetzt leider gerade gar nichts mehr. Ich habe mal den Filter angemacht, um ein bisschen durchfiltern zu können. Ja, hier sieht man leider, da spiegelt sich's gerade. So, hier ist da der Schlick. Durch die Strömung wird halt alles jetzt schon gerade hier noch da drüben geweht, sage ich mal. Ich hoffe, ein bisschen filtert sich dann mal noch ab. Den kann ich allerdings jetzt nicht heute noch mitmachen, den Filter. Den werde ich dann die Tage machen, weil der ist dann auffällig. Gerade solche Aktionen, oh, das wird dann immer sehr, sehr schwer. Ja, hier oben ist noch meine Amazonas-Schwertpflanze, die ich noch versucht habe zu retten oder retten konnte. Was ist das? Das ist hier ganz viel Hindenkram oder was an dem einen. Ach nee, das sind Blätter. Das ist hier Kies gewesen. Ich dachte schon, das wären Algen. Ja, die Neons sind ein bisschen verwirrt. Eigentlich sind gerade alle Fische ziemlich verwirrt. Ja, mein indisches Sternkraut muss ich dann auch noch ein bisschen versuchen zu retten, sage ich mal. Mal raus. Also ich hatte eigentlich hier eine Terrasse. Ich habe ja hier eigentlich so einen hellen Kies. Da drüben den grauen Kies von Dennerle. Ja, eigentlich halt mit einer Terrasse abgesperrt. Ist nicht festgeklebt, muss ich dazu sagen. War nur gesteckt. Hat sich jetzt über die, ich glaube über die zweieinhalb Jahre dann schon so ein bisschen, naja, ich sag mal angeglichen von der Höhe her. Die Terrasse hat es ein bisschen nachgegeben gehabt. Ja, passiert halt, ne? Lauf der Dinge. Halb so schlimm, finde ich. 60er ist eh nicht mehr so extrem lange am Laufen. Ich werde mir dann ein 200er Becken hier hinstellen, das hier ablösen und eventuell dann das 60er noch als weiteres Garnelen-Aquarium nutzen. Mal schauen. Da weiß ich noch nicht so weit. So weit in die Zukunft konnte ich noch nicht gucken. Ja, jedenfalls, naja, ist gerade ein bisschen am Filtern. Minimal klarer wird es zumindest. Na gut, auf der Kamera weiß ich nicht, ob man so sieht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber na gut, wir schauen mal, wie das Endergebnis dann aussieht und ob ich den ganzen Mulm und Schlick und all den Scheiß hier mal rausbekomme. Ich hoffe es ja. Also sehen wir dann gleich. Da sind wir wieder. Haben es eigentlich soweit? Naja, wir haben noch nicht alles. Wir haben noch nicht alles so richtig raus. Das Problem ist, jetzt wird der Wasserstand schon zu niedrig. Das heißt, ich muss einmal einen Eimer auffüllen, um dann nochmal einen entnehmen zu können. Da ist noch sehr, sehr viel Schmodder ist noch drin. Den Kies konnte ich noch nicht komplett durchgehen. Klar, ich kriege jetzt nicht alles raus. Hundertprozentig kriege ich nicht alles raus. Ja, aber ich will halt den Kies noch durchgehen. Komplett hinten ist halt, ja gut, das sieht man jetzt nicht. Hinten ist halt dann auch noch sehr viel Schmodder. Das muss alles noch raus. Schauen wir mal weiter. So Leute, Kies ein bisschen zurechtgerückt. Pflanzen gesetzt, Deko wieder rein. Wie man sieht, ja, man sieht nicht viel. Muss halt gucken, ob die Pflanzen auch so anwachsen. Vor allem hier das Sternkraut. Muss man schauen. Ja, es ist jetzt noch viel Mist noch drin. Viel Scheiße.
Kies ein bisschen zurechtgerückt. Naja, die Terrasse ist wieder sehr schräg. Ja, aber ich sag mal, fürs jetzt erstmal reicht es. Jetzt erstmal reicht es, weil die Fische haben genug Stress gehabt. Ja, doch, habe ich schön weit hinten hingemacht. Jetzt muss ich dann nochmal den Filter einlassen, muss ich auch nochmal sauber machen. Scheiße, ey. Na gut, okay. Und ansonsten heißt es jetzt befüllen, 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 befüllen. So, jetzt ist alles wieder fertig, alles aufgefüllt. Wieder voll. Filter ist wieder drin, der zweite, also es sind ja zwei Filter, einmal ein Außenfilter und einmal ein Innenfilter. Der Innenfilter eigentlich nur, weil der einen UVC-Klärer mit dabei hat. Und ich habe nämlich das Problem, dass hier direkt gegenüber halt ein Fenster ist und dann scheint halt morgens die Sonne rein und dann kriege ich halt leider trübes Wasser. Beziehungsweise Schwebealgen müssten es sein, weil es ist grünlich und dadurch kann man mit dem UVC-Klärer halt die Schwebealgen eliminieren. Ja, soweit ist es jetzt erstmal fertig. Klar, es sieht jetzt nicht bombastisch aus. Noch viel Dreck überall hier und da. Nur mehr will ich jetzt den Fischen nicht an. Mehr will ich jetzt den Fischen nicht zumuten. Und bin erstmal zufrieden. Schauen halt. Also ich muss halt schauen, wie sich es entwickelt. Wie es halt wird mit allem, mit Pflanzen und. Aber ich denke mal, das wird schon mit der Zeit und deswegen sage ich jetzt mal, bis mein 200er Becken kommt und bis es dann eingerichtet wird und das hier dann quasi abgelöst wird, bis dahin, ja, da reicht das, denke ich mal. Also Leute, dann haut da rein und bis zum nächsten Video. Ciao! Servus Leute, nochmal ein kleines Update. Das hat mir doch nicht so ganz gereicht, wie ich das eigentlich vorhatte. Deswegen, okay, jetzt ein bisschen aufgewirbelt. Ich habe gerade nochmal ein bisschen hier Pflanzen getauscht. Zum Beispiel die Wasserpest habe ich aus meinem 30er Aquarium rausgeholt, weil die leider ein bisschen, man sieht sie an, sie ist ein bisschen gekümmert, sie ist überhaupt nicht fit. Und jedenfalls hier, ich habe hier nochmal schönes indisches Sternkraut von meinem Vater mitgenommen. Ich habe mich damals auch mal welches besorgt gehabt. Oder was heißt besorgt? Ich habe es von meinem mitgenommen, um es quasi zu retten. Und bei ihm wächst halt einfach alles fantastisch. Und bei mir halt leider nicht so. Wobei jetzt hier eigentlich schon sieht ganz prachtvoll aus. Ist wunderbar. Hier habe ich noch hier diese kleine Pflanze habe ich noch mitbekommen. Und hier mit diesen größeren Blättern, die wächst wie Sau. Deswegen habe ich die jetzt eigentlich abgeschnitten, habe die ein bisschen gekürzt, habe die in mein 30er Aquarium gemacht und habe halt die Wasserpest reingemacht. Und ja, ich wollte ein kleines Update geben und so sieht es halt jetzt aktuell aus. Ja, wie gesagt, es ist jetzt gerade ein bisschen trüb drin, ein bisschen Dreck aufgewirbelt durch hier die Pflanzenrumzerrerei und ja, ich habe auch noch mal ein anderes Aquarium aufgebaut, wo man hier schon sieht, da ist nochmal eine Pflanze und hier die kleine, die habe ich nämlich in einem neuen 25 Liter Aquarium aufgebaut, also reingemacht, was ich jetzt aufgebaut habe und ich denke mal, das werdet ihr demnächst auch mal sehen, das Aquarium und das zeige ich euch dann mal und ja, mal schauen. Jedenfalls wollte ich halt nur nochmal das Update hier zum 60er bringen und jetzt wird es höchstwahrscheinlich genauso bleiben. Mal gucken, die Wasserpest sich nochmal regeneriert. Ich hoffe es ja, wenn nicht, dann, naja gut, dann ist das halt leider so. Und na gut, wir sehen uns in dem nächsten Video, also bis dahin, reingehauen und ciao.